Ja, hallo. Wo ich bin, herrscht Chaos, ne? Sieht man. Egal. Kleiner Werkstatt-Talk zwischendurch. Ich habe euch ja im letzten Video schon vorgestellt, die Schleifsteine, die ich mit Öl einschmieren muss, aus Taiwan. Und da habe ich mir ein Babyöl geholt. Das soll dann wohl ganz gut funktionieren. Aber ich traue mich nicht. Mal gucken. Ich habe einfach noch so keine Hobeleisen, die völlig kaputt sind oder so, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Und ich möchte nicht an den neuen Hobel beigehen. Weder an den kleinen Blockhobel noch an der Raubank Nummer 7 und das damit ausprobieren. Aber man wird ja nicht untätig in der Zeit. Man geht ja mal auf die elektronische Wucht oder so und holt sich ein paar neue Produkte. Hier ist er. Da kann man sehen, ne? Ist ein Wettstein. Der ist diesmal für Wasser. Es ist ein Korundstein. Da steht noch Mu-Stärke 9 drauf, was auch immer das zu bedeuten hat. Hat Körnung 1000 und 3000. Ich denke mal, nach dem normalen Abrichten und Phasenanschleifen mit Sandpapier. Liegt hier auch irgendwo, wenn man es sehen würde. Da ist ein Paket. Da ist ein Paket Sandpapier, auch aus der Bucht. Ist einfach günstiger als im Baumarkt um die Ecke. Und das wird dann mein Versuch werden. Zumindest für die beiden neu gekauften Hobel, wo demnächst hoffentlich auch nochmal 3 Hobel dazukommen. Ich habe vor, mir einen Vierer zu holen. Einen Fünfer, das ist der etwas längere und breitere Vierer. Und ein 137er von Stanley. Also mal 1, 12, 137. Das ist dann kein Hobel mit einem hochgestellten Messer, sondern ein Hobel mit einem sehr flachgestellten Messer. Ein sogenannter Low Angle Plane. Ja, kriegen wir das hin? Kriegen wir das noch gekauft diesen Monat? Wir werden es sehen. Ich habe den jungen Mann gerade angeschrieben, ob er die Preise noch halten kann. Und dann werden wir nochmal richtig Geld raushauen. Einmal für mein neues Hobby. Wird auch nicht das einzige bleiben. Wie gesagt, hier erstmal der Stein. Um dann vorbereitet zu sein, muss ich noch ein paar Videos gucken da drüben. Ist nicht ganz so schlimm, kriegen wir hin. In diesem Sinne, das war mein kurzes Update.